Und ich habe mir überlegt, bevor wir jetzt hier weitermachen, mache ich noch mal kurz einen Rekrut. Und zwar holen wir uns doch noch diese dämliche Lou. Ich glaube nämlich, die war doch ganz halbwegs einfach zu kriegen. Ist nicht, dass ich die jetzt bräuchte. Aber da wir uns nicht die Biber holen, können da wenigstens die ganzen anderen Leute sehen. Also wir brauchen dazu. Wir brauchen diesen dämlichen Barbagge. Und dann brauchen wir Hurensohn. So, und dann können wir uns noch. Nehmen wir uns einfach noch hier Phelan mit. Und vielleicht nehmen wir uns noch kurz Belcourt mit. Und ich weiß gar nicht, was die für ein Waffenlevel haben. Remi, Fa, Nick. Ja, und Nick nehmen wir uns auch noch mit. So, und dann gehen wir weg. Have a good trip. Ja, wünsche ich auch. Dann werden wir uns kurz nach Estrise warten. Wo die Chose abgeht. Falls wir ankommen. Ich habe ja noch keinen einzigen misserfolgten Warp von Vicky gesehen in diesem Durchgang. Das kann passieren, ob es dann prozentualen Wert gibt oder ob das einfach so passiert, weil der NPC das möchte, weiß ich nicht. So, da ist Lou. Ja. Das haben wir doch geklaut, oder? Look, look everywhere in here. It wouldn't have happened if you just tidy up. Ja, aufräumen ist die halbe Miete. Konnte ich mal gut, inzwischen bin ich schwächer geworden. Ja, wir helfen ihr natürlich danach zu gucken. Ja, dank uns nicht zu früh. Ich glaube, wir brauchen aber für keinen Dungeon machen oder sowas. Ich glaube, wir gehen einfach nur. Oder auch nicht. Das hier? Ja, sieht so aus. Ihr seht, monströse Aufgabe. Bestimmt nicht. So, dann haben wir Lou befriended und dann gucken wir noch mal ganz kurz. Ja, komm, follow me. Dann gucken wir mal draußen einen einzigen Kampf an und mal gucken, was da draus wird. Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich. Und warum ist eigentlich er dort? Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich in dem Kampf. Das wäre fies. Aber wir schauen es uns an. Und dann wollte ich mir die Stats von Dings sowieso noch angucken, von Phelan. Ich denke, er sollte nicht schief gehen. Wir haben Belcourt dabei. Und den Helden. Und Phelan. Aber. So.
Schildrune und die Sphärorune hat sie. Ich glaube, einen dritten. Ach doch, ne, oben kriegt sie auch noch einen. Die kriegt auch drei. Da müsste ich mir dann mal Hilfe suchen im Suiko.de oder wie auch immer es heißt. Und sehen, ob sie. Mit welchem Level sie die kriegt. Wenn sie die mit Level 80 kriegt, können wir es vergessen, weil ich glaube, wir kommen nicht mal auf 60, wenn wir das Spiel durch haben. Nicht, dass ich mir jetzt hundertprozentig sicher wäre, aber. Ich glaube, ich hatte das auch noch nicht erwähnt. Die Zahl der Experience Points, die wir kriegen, die hängt auch mal ein bisschen davon ab, wie viele Leute wir in der Gruppe haben. Ne? Und da kriegen wir natürlich gleich den blauen Drachen, ist klar. Naja, komm. Ach, er hat aber. Ja, ist klar. Ey, das ist so schlecht, diese Rune. Ich kann das gar nicht fassen so richtig. Eine Schiefrune. Was auch immer das sein soll. Mal sehen, ob das was bringt. Ich bin da noch nicht von überzeugt, aber. Also 27 ist schon hart. Aber das glaube ich, den hatten wir die Waffe auch nicht aufgestuft, oder? Jo, ciao. Da hat der Drachen sich gedacht. Mensch, ich habe ja. Ein bisschen AI habe ich ja. Haben wir hier ein Item? Ja, Berserk Blow. Können wir einfach attackieren. Kannst du tun. Ich glaube, das bringt dich nicht so viel weiter, oder? Ja, gut, geht. Mal sehen, ob wir ihn klein kriegen mit unseren Leuten hier. Ja, gut, okay. Da ist er gegen nicht anfällig. Und das markiert er nicht den zweitschwächsten? Nee. Macht er gar nicht. Ja, gut, den kriegen wir wohl hin. Boah, 2222, alter Vater. Flame Array Chain. Gucken wir uns das noch mal kurz an. Ich hab schon wieder vergessen, was es ist. Ach ja, Pale Gate Orb. Den Bill Gates Orb. Mann, Alter, was für eine Verschwendung. Und die gibt Aelin auch mehr. Miyako Armor. Ach genau, und dann wollte man den ganzen Scheiß eigentlich verkaufen, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und was wir natürlich noch tun könnten, wir könnten nach Hirschville gehen. Ich muss mal gerade gucken. Nein. Weil wir uns dann noch diesen behinderten, hässlichen Aristokraten da aufheimsen konnten. Und das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes aufheimsen.
Ich weiß noch nicht mal, was der kann oder ob der überhaupt was kann. Müssen wir mal, ja, wir müssen mal kurz schauen. Ich weiß sogar nicht, ob man den jetzt kriegen kann. Vielleicht kriegt man den auch erst, wenn man da diese Kämpfe da bestanden hat. Hä? Okay. Also, da könnten wir auch gleich mal auf der Mappe gucken, was da so alles gibt, ne? Warum bin ich denn um Gottes Willen... Bin ich jetzt so... verwirrt... Ah, warte mal. Ich bin oben. Ich darf hier gleich durch die Haupttür rein. Ich bin das gleich gewohnt. Da war ein Waffenshop. Und hier war, glaube ich, über dem Platz verteilt gar nichts, ne? Aber den hat man hier das erste Mal gesehen, diesen Spast. Also gucken wir uns mal weiter in der Stadt um. Ob wir den hier irgendwo finden. Aber ich glaube nicht, oder? Nee, nicht in 100 Jahren. Oder? Nein. Was? Okay, dann ist er vielleicht doch schon in unserer Burg da. Weil den kriegt man, glaube ich, der auf jeden Fall kommt der irgendwie zu unserer Burg hin oder sowas. Das weiß ich noch. Also der, ich weiß auch nicht, ob der dann wieder abhaut. Ich glaube, der kommt zur Burg und da muss man auch irgendwas Bestimmtes machen oder einen bestimmten Charakter haben zum Anlabern. Irgendwie so ein Scheiß. Jetzt wollte ich mal gucken, was es hier eigentlich für Städte gibt, die man bereisen kann. Gibt es auch eine große Mappe irgendwie? Ich traue mich nicht. Ich habe Bedenken. Das ist Stormfist, ne? Okay, das könnte man hinkriegen. Oh, Centipede heißen die. Aha. Ah. Die ist auch gleich wieder tot, ne? Oh. Cast Vengeful Shite on Enemies? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also die wäre jetzt sowieso bei jeder Attacke tot. Also von daher ist eigentlich drauf geschissen. Ne? Aber ich würde gerne mal ihre Rune, ihre Dings sehen. Das hat nicht so gut, also das hat nicht so gezogen wie letztes Mal. Ach du Scheiße. Jetzt kann ich nur noch mit denen kämpfen. Nur auf einen. Oh, Resist. Na super. Können wir ja mal gucken, ob der Tiger das auch aushält. Wohl hat die vielleicht Medizin? Natürlich nicht. Ja, dann ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann, Medizin rausholen. Böse ist, klar. Boah, Alter, wie viel halten die denn aus? Hm.
Das ist jetzt höchst Aufgabe, den ich komme so spät dran. Eigentlich kann ich das vergessen, aber ich könnte trotzdem versuchen, ihn noch aufzuladen. Ja, oder auch nicht. Und da waren es nur noch zwei. Es juckt ihn noch gar nicht so wirklich. Okay. Hat er wirklich nur einmal die Rune, ne? Also ich find's gut, wenn der nicht attackiert auf uns. Alter, ey. Ja, klar. Ach, der ist auch noch mal. Er will Bell gut fertig machen hier, ne? Der Flieger da. Ja, hat sie alleine gemacht quasi. Ja, und ihr seht schon, bei der ist Hopfen und Malz verloren. Die kriegt nicht einmal. Hat noch nicht mal. Hat drei Zauber. Drei Zauber mit dem Level. Die kannst du voll verlatten, die Alte. So, wollen wir mal gucken. Also, Restaurant. Ah, nee, runter. Taverne, meine ich. So, die war hier, ne? Glaube ich jedenfalls. Das ist ein Gladiator. Also ich sehe hier keinen. Wollt ihr euch die News nochmal durchlesen? Also nur, um das nochmal gezeigt zu haben, ne? Ihr könnt das hier alles nochmal, also meistens zeigen die euch die Schlagzeilen von dem, was ihr eh gemacht habt, ne? Wie dem auch sei. Also ist das auf jeden Fall schon mal nicht so. Oder vielleicht muss man auch das nochmal versuchen, wenn wir die nächste Aufgabe gemacht haben. Das kann auch sein. Also gehen wir jetzt erstmal in unseren Raum und mächtigen in der Hoffnung guter Dinge. Und wie genau, wir können auch noch kurz die Sachen verkaufen. Wir wollen das jetzt aber kurz halten hier, ne? Und wir haben sogar den, wir haben ja noch den Platinum, haben wir auch noch gekriegt, Alter. So, dann haben wir die verkauft. Dann gehen wir kurz die Bilder auflösen quasi und werden die dann auch verkaufen. Da wäre ja Ruins. Können wir leider nichts mit anfangen, Leute, weil wir das alles nur in unserem dämlichen Zimmer aufhängen können.
Ja, am Ende bringt's Geld, ne? Wollten wir noch was machen? Ach ja, genau. Wir können ja schon mal den Helden hier mit der neuen Stufe da aufrüsten. DDD Platinum Hammer. Eine Stufe geht das, naja. Eine ist keine. So, dann gehen wir mal in unser Zimmer speichern und dann werden wir mal in unseren Hauptraum gehen. Und dann werden wahrscheinlich sowieso schon, wird es wahrscheinlich jetzt dem Ende entgegengehen. Also ich glaube nicht mehr, dass da viel kommen kann. Also ich wünschte mir definitiv, es würde mehr kommen. Aber dem wird leider nicht so sein. Also ich wünsche mir, würde mehr kommen und eine klarere Aussage, also nochmal ein Level wäre gut, ein Level, damit ich weiß, aha, jetzt packe ich mir meinen Plunder zusammen, stufe vielleicht so nochmal ein bisschen auf, lasst euch da raus und dann geht's irgendwie so langsam zum Ende hin, aber ich, keine Ahnung, ich weiß es echt alles nicht mehr. Und sollte ich in irgendwelchen Kämpfen sterben, dann werde ich selbstredend euch rausblenden, bis ich, also wenn ich die ganzen Dinger rausblenden. Oder vielleicht den einen, den ich verliere und dann halt den anderen, ne? Wo ich gewinne. Weil wenn ich da 4 Kämpfe verliere, dann ist das, ja, nicht so wirklich im Sinn der Dinge. Ja, gute Frage. Oder wollen wir ganz zur Vorsicht nochmal alle aufstufen, die wir auch brauchen. Da gehört ja dann Dongo, Murat auf jeden Fall zu. Ich glaube, als Heiler, das ist, glaube ich, der einzige, den wir wirklich brauchen. Ja, und dann noch 6, 9 andere. Die wären da Zweig definitiv. So, Zweig. Serase. Weiß schon wieder gar nicht mehr. Richard. Das wären so die Hauptwürste, ne? Dann nehmen wir doch mit. Kyle, George, Josie,